Habt ihr Bock, ein Spiel zu machen? Klar, ob das ein bisschen gefährlich schon klingt, so wie du das sagst. Das Spiel, das wir gleich spielen, das heißt... Quiz doch eine mit! So, und bei dem Quiz, es geht also nicht um Wissen, es geht darum, möglichst schnell Begriffe zu sagen, die einem sofort in den Kopf kommen. In 5 Sekunden 3 Begriffe und richtig oder falsch gibt's da nicht. Es muss einfach nur das Erste sein, was in den Kopf kommt. Und das ist dann sehr lustig, hoffentlich. Oh je. Und wenn du deinen Schlagzeuger mitgebracht hast, dann ist es, glaube ich, nur fair, wenn ich meine Trommlerin auch dazu hole. Deswegen, Charlie, komm doch mal bitte nach vorne. So, die Charlie macht nämlich jetzt... mit uns das Quiz. Kommt mal rüber an unseren Quiztisch. Wir haben einen brand new Quiztisch. Reichlich gefährlich. Ja, es gibt natürlich auch eine Strafe. Ne? Also wenn, wenn es einer von uns nicht schaffen sollte, in der angegebenen Zeit die Begriffe zu nennen, dann muss er saufen. Ist das richtig, genau, Charlie? Das deswegen haben wir hier diesen wunderschönen Schnaps stehen. Ja. Oh, aber wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht. Okay. Nämlich, weil ihr beide ja heute noch singen müsst. Ja. Werden wir das Trinken, wir Schlagzeuger, für euch übernehmen. Das sind wir ja gewöhnt. Ne? Wie im wahren Leben quasi. Ach so, ja, wieso? Ich trinke sonst immer mit den Schnaps. Also was soll das denn? Okay, also und was trinken wir hier? Genau, und wenn du versagst, dann muss ich einen Schnaps aus Bautzen trinken. Ach ja, okay, das ist der hier, ja? Das ist der hier. Habt ihr damit Erfahrung? Ja, das... Du kannst dich nicht erinnern. Das klingt das gut. Muss an dem Schnaps liegen. Ja. Es muss ein guter Schnaps sein. Wenn ich ihn getrunken habe, dann brennt das auf jeden Fall ordentlich die Erinnerung weg. Ja, brennt zweimal wahrscheinlich. So, aber du musst ja was anderes trinken, weil oder beziehungsweise Andreas, wenn du nämlich einen Fehler machst, dann muss er was aus dem Hause Kebekus schön aus unserem Köln trinken. Das ist hier ein schöner... Was ist denn da drin, bitte? Ja, ich sehe gerade, das ist ein schöner... Kräuterlikör, das ist gut für Herz, Geist und Gedärm. Das ist voller Vitamine. Also du wirst dich sehr gut fühlen danach. Ja, es gibt so ein wunderschönes Lebensmotto, ne? Wo Saufen eine Ehre ist, kann Kotzen keine Schande sein. Das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Das muss das Motto sein. Die Silbermann-Tour hat ein neues Motto. Schön. Das ist nicht schlecht. Das ist ein sehr schöner Start für unser Spiel, würde ich sagen. Okay. Die erste Frage geht dann an dich. Ach, na, super, toll. Du hast 5 Sekunden Zeit. Euer neues Album heißt Leichtes Gepäck. Nenne 3 peinliche Dinge, die man am Flughafen nicht in deinem Handgepäck finden soll. Tampons, ja! Vielen Dank. Okay, also ich würde mal sagen, also du musst es ja nicht wirklich im Gepäck haben. Ich kann eigentlich gleich die ganze Flasche. Ja, ich glaube, das ist der Flasche. Das geht jetzt komplett. Das ist eindeutig versagt, würde ich sagen. Ja. Also du musst. Aber wir machen jetzt mal die Runde zu Ende. Ach so, er muss so, das drücken. Das natürlich jetzt auch schon getrunken. Nee, wir warten nochmal ab. Okay, nee, jetzt kommt erstmal die Frage an dich. Ja, das ist ja auch total. Und dann wird getrunken. Okay, Caro. Ja. 5 Sekunden. Ja, 5 Sekunden. Nenne 3 Dinge, die du auf jeden Fall vor jeder Pussy-Terror-TV-Show erledigt haben solltest. Gekackt haben, gegessen haben und gesoffen haben. Wow! Ja. Das ging schnell! Jetzt darf es sein! Hey. Ja. Musst du wieder trinken jetzt? Ach du Scheiße! Prost! Ja. Sind das die Regeln? Muss ich auch, wenn ich was richtig gemacht habe, trinken? Yes. Ja! Now we are talking! Okay. Ich versag bei diesem Spiel, ich spüre das. Nein, weißt du was? Ich mach gleich extra ein paar falsch, damit die Charlie auch richtig hacke ist. Ja, aber ich muss ja noch spielen. Achso, nee, das scheint mir. Das ist für deine Show schlecht. Nein, aber die nächste Frage geht an dich. Bitte. Oh Gott. Dann musst du auch hier ein paar Fragen beantworten. Okay, in 5 Sekunden. Welche 3 Dinge möchtest du auf eurer Tour nicht auf die Bühne geworfen bekommen? BH, Slip, Heiratsanträge. Wow! Warum nicht? Warum nicht? Ja, das wäre schlau. Sehr gut. So, jetzt bist du dran. Jetzt muss ich trinken. Nein, nein, nein. Jetzt musst du auch eine Frage beantworten. Okay, okay. Und dann wird getrunken. Ja. Von mir. Ja. Also gib dir Mühe. Ja. Okay, jetzt du. Mark Terenzi, der Ex von Sarah Connor, arbeitet jetzt als Stripper. Nenne 3 Jobs, die für dich in Frage kämen, wenn deine Karriere im Arsch wäre. Am Kiosk arbeiten, an der Tankstelle arbeiten und am Bordell arbeiten.
Als Putzfrau. Als Putzfrau. Super gut. Am Bordell arbeiten. Am Bordell arbeiten, ja, als Putzfrau. Ja, ja. Ansässig mit meiner eigenen Firma, die ich selber selbstverständlich als Frau, Chefin, la leite. Was habt ihr denn jetzt gesagt? Jetzt ist die Frage, wie schnell warst du nochmal? Ich wüsste keine Ahnung. Eine Sekunde. Was hieß schneller, das jetzt? Das heißt, ich muss trinken. Oh, danke, Caro. Wie schade. Viel Spaß. Ja, wie schade. Ist das ungefähr auch so ein Kräutershit oder was? Ich habe keine Ahnung. Dass du sie aber randvoll machst. Kannst du sie doch selber einschütten, kannst du wenig machen. Wow, nicht schlecht. Das ist gekonnt. Oh, ist lecker. Oh, nicht die Frage lesen. Okay. Jetzt gibt es Bilderfragen. Ja? Ihr bekommt jetzt ein Bild und daraufhin stelle ich eine Frage. Okay. Oh. Okay. Und das nächste geht an dich, Steffi. Okay, wir zeigen dir jetzt ein Bild. Scheiße, ja, schon wieder Angst. Das ist schon da. Guck dir das Bild sehr, sehr gut an. Du hast 5 Sekunden Zeit. Nenne 3 Dinge, die man mit Käse überbacken kann. Lasagne, Äpfel, Nudeln! Was ist mit dir? Das ist ein ganz spezielles sächsisches Rezept. Ja. Dazu mit trinkt man nämlich hier den Feuerstein. Richtig. Und Äpfel mit Käse überbacken. Okay. Jetzt zeigen wir dir ein Bild. Okay. Das ist ja schwer zu unterbieten. Oh. Oh. Okay. Nix jetzt Kätzchen überbacken, das ist scheiße. Oh, guck mal. Okay, du hast 5 Sekunden Zeit. Ja. Nenne 3 Flüche, die du ausstößt, wenn der FC Köln verliert. Arschloch, Wichser, Hurensohn! Ja, Andreas, vielleicht. Nächste Frage. Da kriegt man echt Mitleid. Ja, da folgt noch eine Band-Diskussion. Komm, ich trinke jetzt mit dir allen mit. Das tut mir leid. Also das kann ich nicht sehen. Vielen Dank. Arme Junge. Okay. Prost. Oh. Das ist ja mehr Zucker als Alkohol. Was ist das? So, habt ihr noch Bock auf eine Runde? Ja. Ja? Okay. Oder? Mein Spiel, komm. Das ist jetzt wieder eine normale Frage. Komm, das geht an dich, Steffi. Es stand in allen Zeitungen, Menderes, bekannt aus DSDS und dem Dschungelcamp, sucht eine Frau. Nenne 3 Orte, wo du dich verstecken würdest, damit er dich nicht findet. Im All, Ey, man könnte denken, dass ich getrunken habe, oder? Ey, es ist Jetzt du willst dich im All verstecken, aber der findet dich sofort! Im All ist das Beste. Darauf trinke ich ein. Nur auf das All. Ich bin ja, Sommer. Ja, du musst danach aber eh noch einen trinken, ne? Weil so wahrscheinlich. Jetzt ist es egal. Es klingt immer so geil, wenn man sagt, ach, darauf trinke ich einen. Aber wenn man es dann macht, ist es gar nicht so gut. Okay. Ja. Und dann Caro, du musst ja hier noch Frage beantworten. Das ist eine Frage beantworten. Ja. Was kurz denn? Es atmet aus. Würde er, es atmet aus. Muss ich, ja. Ja, du hast die Frage noch nicht gestellt, oder? Nee, habe ich noch nicht, glaube ich. Okay. In unserem Bier ist Pflanzenschutzmittel. What? Das ist wirklich schlimm. Aber jetzt kommt die Frage. Mit welchen 3 Körperteilen würdest du gerne ein Bier öffnen können? Mit dem Auge, mit dem Zahn und mit dem Arsch. Mit dem Zahn. Also, ich bin mir jetzt auch über den... ich weiß jetzt auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich auch nicht. Würde sagen, alle, die wollen, trinkt noch mal einen mit. Das war's dann auf jeden Fall mit dem Quiz. Das war ein sehr schönes Quiz mit Stefanie und Andreas. Vielen Dank. Super.